Willkommen bei Raira. Heute geht es um das Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe sind die Farb-, Duft- und Aromastoffe in Pflanzen. Diese dienen dem Schutz der Pflanzen. Ihre Aufgaben sind beispielsweise der Schutz vor Schädlingen oder UV-Strahlung. Bekannt sind etwa 100.000 sekundäre Pflanzenstoffe, von denen etwa 10.000 in unserer Ernährung vorkommen. Anhand ihrer chemischen Struktur und Wirkung teilt man sekundäre Pflanzenstoffe in verschiedene Klassen ein. Carotinoide, Glucosinolate, Polyphenole, Phytoöstrogene, Phytosterine, Saponine, Sulfide, Monoterpene, Lektine. Dann gibt es da noch als Außenseiter Phytinsäure und Chlorophyll. Die sekundären Pflanzenstoffe sind zwar nicht essentiell, aber dennoch von sehr großem gesundheitlichen Vorteil. Ich liste euch die Übergruppen der sekundären Pflanzenstoffe, dessen Vorkommen und Wirkung kurz auf. Zu diesen Übergruppen gibt es Untergruppen, zu denen es wiederum Untergruppen gibt. Eine Untergruppe der Polyphenole wären beispielsweise die Flavonoide. Flavonoide sind wiederum die Übergruppe von Flavonolen, Flavanolen, Flavanonen, Flavonen, Isoflavonoiden und Anthocyanen. Flavonoide sind der Farbstoff in beispielsweise rotem, blauen, violetten Gemüse und Obst. Flavonoide ragen heraus für ihre Risikosenkung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebserkrankungen. Es gibt auch über 700 Carotinoide, wovon etwa 50 als Provitamin A gelten. Diese werden wiederum unterschieden in sauerstofffreie und sauerstoffhaltige Gruppen. Sauerstofffreie Carotine wären beispielsweise Alpha- und Beta-Carotin sowie Lycopin, welche sich in gelben, orangen und roten Obst und Gemüse kennzeichnen. Sauerstoffhaltige Carotine finden sich vor allem in grünblättrigen Gemüse. Auch Carotinoide gelten unter anderem als Prävention vor Krebs. Aber es gibt auch sekundäre Pflanzenstoffe, die uns schaden können. Zum Beispiel bestimmte Alkaloide wie Morphin und Nikotin, welche auch in geringen Mengen in Nachtschattengewächsen vorkommen. Ein weiteres Beispiel wären Ibotensäure und Muskinol. Stoffe, die zum Beispiel den Fliegenpilz giftig machen. Also, das ist ein verdammt spannendes Thema und die Forschung ist noch lange nicht am Ende. Es bleibt also spannend. In diesem Sinne war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.